Und mein Urteil ist: Hallo und willkommen in meinem Kanal. In dieser Serie probiere ich verschiedene Make-up-Produkte aus. Heute ist dieser Concealer dran. Seid ihr gespannt? Dann bleibt dran! Das ist der Too Faced Born This Way Multi-Use Sculpting Concealer. So sieht die Packaging aus, sind 15 ml da drin. Steht ganz vorne Super Coverage. Hier hinten steht Conceal, Contour, Highlight und Retouch. Ich habe hier die Farbe Almond. Wenn ich es aufmache, sieht der Applicator so aus. Also ganz klassisch, mit einer Spitze da vorne. Sehr ähnlich wie der Shape Tape von Tarte. Was sagt Too Faced über das Produkt? Concealer Make-up Hybrid mit natürlichem Finish. Vielseitige Verwendung. Sorgt Feuchtigkeit. Volle Pigmente bieten maximale Deckkraft. Ölfrei, schwerelos und hydratisierend. So, dass die Haut nie trocken oder markenhaft wirkt. Langhaltend für 12 Stunden Halt. Fotofreundlich, reflektiert nicht. Zum Kaschieren oder Abdecken von Hyperpigmentierung oder Verfärbungen. Kann als Concealer, Highlighten, Contouring und Nachbessern verwendet werden. Auf die Webseite von Too Faced Deutschland sind 25 Farben erhältlich und kostet gerade 28,50 Euro. Was wir heute testen, die Anwendung mit Pinsel und Beauty Blender, wie es sich an der Haut anfühlt, sobald ich das auftrage, die Deckkraft. Ich werde ein Foto mit Flash machen, um zu sehen, ob wirklich kein Licht reflektiert, wie es sich laufend des Tages verhält. Ich werde ein paar Updates machen, zu sehen, wie die Deckkraft sich verhält und ob es wirklich so, wie versprochen wird, es wird nicht austrocknen. An dieser Seite werde ich direkt den Concealer auftragen mit dem Pinsel von Soeva, der Concealer Perfection 146. Und an dieser Seite werde ich vorher einen Color Corrector auftragen, hier von Bobbi Brown in der Farbe Bisque. Da werde ich den Beauty Blender verwenden. Also den Concealer kenne ich schon. Es hat wirklich sehr starke Deckkraft. Deswegen werde ich nicht so viel Produkt auftragen. Ich habe unter meinen Augen nur Feuchtigkeitscreme. 3 Punkte. Das reicht vollkommen. So sieht das aus. Also es hat meine Augenringen schon sehr gut abgedeckt. Hier sehe ich aber trotzdem noch die Linie in Grau. Es sieht nicht mattierend aus, es hat wirklich einen sehr natürlichen Finish. Ich würde hier ein bisschen mehr auftragen. Ich konzentriere die Deckkraft hier in diese Zone. So sieht das aus. Also es hat wirklich sehr gut abgedeckt. Es sieht gar nicht bläulich aus wie an dieser Seite. Meine Vene hat auch komplett abgedeckt. Ich sehe hier nur ein bisschen Schatten. Aber es fühlt sich auch nicht schwer an. Es strahlt auf jeden Fall und die Deckkraft ist wirklich sehr stark. An dieser Seite, wie gesagt, zuerst ein Color Corrector. Und diese bläuliche Farbe zu neutralisieren. So sieht das aus. Und jetzt der Concealer. Gleiche Menge wie diese Seite und blenden. So sieht das aus. Den Beauty Blender absorbiert natürlich Produkt, deswegen bekomme ich hier nicht so viel Deckkraft. Ich werde noch eine zweite Schicht drauf machen. So sieht das aus. Welche Seite gefällt euch besser?
Also ich finde, diese Seite sieht natürlicher aus, weil ja, es hat weniger Deckkraft. Für Leute, die nicht so starken Augenringen haben, wäre das vollkommen in Ordnung. Ich brauche halt ein bisschen mehr. Deswegen gefällt mir diese Seite besser. Und obwohl ich hier Color Corrector aufgetragen habe, habe ich trotzdem hier diese bläuliche Farbe besser neutralisiert, habe ich das Gefühl. Beide Seiten sehen strahlend aus, sehr natürlich und feuchtigkeitsspendend. Ich werde nur eine Seite setten. Ich benutze dafür der Bale Translucent Puder von Hourglass. Und ich sette diese Seite. Erst gut schauen, dass keine Linien hat, dass alles glatt ist. Nur mit ganz wenig Puder. So, ich mache mein Make-up fertig und dann kommen ein paar Anmerkungen. Und das ist mein final Look. Das war die Seite direkt aufgetragen mit Pinsel, ohne aufzupudern. Und an diese Seite habe ich Color Corrector getragen. Ich habe den Beauty Blender benutzt und ich habe aufgepudert. Und so sieht es aus. Also an dieser Seite, wo ich kein Puder aufgetragen habe, muss ich sagen, der Concealer bewegt sich hin und her. Deswegen würde ich gleich aufpudern. Seht ihr auch hier die zwei Linien? Die werde ich hier erstmal wegmachen mit dem Pinsel, so gut wie es geht. Und mit ein wenig Puder setten. An dieser Seite sehe ich schon, es geht in die Fältchen. Seht ihr? So, ich habe so zwei Linien da. Wo ich kein Produkt mehr habe, wenn ich lächle, sieht man besser die Linien, die ich meine. Es sieht ein bisschen ausgetrocknet aus, obwohl ich nicht so viel Puder aufgetragen habe. Und ich habe auch kein mattiertes Puder benutzt, sondern etwas mit Satin-Finish. Nicht komplett, also es gibt schlimmere Concealers, finde ich, hier. Diese Linie, da hat kein Produkt mehr. An dieser Seite finde ich auch genau in dieser Stelle, da ist kein Produkt mehr. Bis jetzt finde ich, diese Seite sieht natürlicher aus. Da habe ich noch ein Pickel, das möchte ich auch abdecken. Das ist ja auch dafür gemacht. Ich mache ein Pünktchen drauf. Lasse ich kurz austrocknen. Dann mit dem Concealer-Pinsel gehe ich mal drauf. Und verblende ich das alles. Und mein Pickel ist komplett verschwunden. Das ist ein Foto mit Flash und ich kann bestätigen, es ist fotofreundlich. Also ich komme später für den nächsten Update. Bis dann! Fast 6 Stunden sind vergangen, dass ich mich geschminkt habe und so sieht mein Concealer aus. Also bis jetzt, finde ich, sieht ausgetrocknet aus, beide Seiten. Es ist in den Fältchen gegangen, beide Seiten. Ich sehe da keinen Unterschied. Ich sehe auch Stellen, wo gar kein Concealer drauf ist, wie hier, da. Gar kein Produkt mehr. Also sieht nicht mehr natürlich aus wie ganz am Anfang. Und wenn ich lächle, mache mehr Falten als das, was ich schon habe. Also, wir sehen uns später nochmal für den letzten Update. Bis dann! Hallo! Mehr als 10 Stunden sind vergangen, als ich meinen Concealer aufgetragen habe. Und so sieht das aus. Das war die Seite mit Color Corrector und mit dem Beauty Blender verblendet. Und das war die Seite direkt auf der Haut aufgetragen und mit Pinsel.
Wenn ich ganz nah anschaue, sehe ich von außen beide Seiten, sieht wirklich sehr gut aus. Da habe ich keine Deckkraft verloren, aber in den Innenbereich habe ich Stellen, wo ich keine Concealer mehr drauf habe. Es sieht auch beide Seiten sehr trocken aus. Ich denke aber minimal, diese Seite hat mehr Deckkraft. Da sehe ich mehr meine Augenringe, die durchkommen. Und wenn ich so mache, denke, ihr könnt es gut sehen, dass ich Stellen habe, wo gar kein Concealer mehr drauf ist. Und gleich wie ich vorher gesagt habe, wenn ich lächle, habe ich das Gefühl, es macht mehr Falten wie sonst. Und mein Urteil ist, also ich finde das Produkt gut, vielleicht nicht für jeden Haut geeignet, das muss man wirklich ausprobieren. Es hat viele verschiedene Farben, was ich auch super finde. Es ist für alle etwas dabei. Das kann man nicht nur für den Augenringen benutzen, sondern für überall diese Multitasking. Es hat wirklich viel Deckkraft. Ganz am Anfang hat viel Feuchtigkeit gespendet, jetzt nicht mehr so. Die Flasche ist auch riesig, also man hat für sehr lange Zeit Produkt. Mein Pickel nach 10 Stunden ist immer noch abgedeckt, also es ist auch super, um Sachen abzudecken. Negative Sachen, dass es doch kein 12 Stunden Halt hat, zumindest bei mir. Nach längerer Zeit trocknet sich aus und der Preis ist hoch, also around 29 Euro, aber für die Menge lohnt sich das vielleicht. Und mein letzter Urteil ist, ganz und alles finde ich diesen Concealer sehr gut, nur für meine Haut nicht geeignet. Beim Concealer finde ich sehr individuell, man muss die Sachen ausprobieren. Ich gebe dieser Concealer 4 von 5 Sternen. Ich hoffe, diese Information kann euch weiterhelfen. Wenn das Video euch gefallen hat, vergiss nicht zu abonnieren und ein Like. Bis zum nächsten Mal.